Willkommen zurück hier bei The Witcher 3. Wir sind in der Schneiderei, wir sind in Ochsenfurt angekommen und jetzt reden wir mit dem Schneider. Hallo. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Das ist keine Schneiderei, das ist ein... Nein. Nur eine Rasur? Ja, wir... Pferdeschwanz, das bleibt. Wir rasieren uns mal. Ah ja. Danke. Bis dann. Diese ganzen Narben. Ja, die langen offenen Haare, das bleibt. Das sieht gut aus. Danke, Herr... Ja. Wie zum... Oh, wie heißt... Fällt mir ein Name nicht ein, wie man die hier genannt hat. Steht da was drauf? Lesen? Ich kann's... Ein Barbier, genau. Ah, danke. Da steht's ja. Habt ihr mich gerade angespuckt? Beweg dich. Das ist mein Pferd. Lasst mein Pferd in Frieden. So. Da hinten ist eine Kneipe. Oder besser gesagt, so eine... Ja, was ist denn eigentlich? Die ist hier. Wir haben unser Pferd perfekt eingeparkt. Ist abgeschlossen? Die ist also nicht hier. Boah, ist das einfach. Ne, zückt die ja noch eigentlich immer auf. Heya! Schauen wir mal. Ah, hier du müssen wir. Jetzt. So. Jetzt geht's hier. Ich hatte nur einen Scheiße! Geht's hier rein? Jo. Hallo? Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann ich schaden, die Dinge klarzustellen? Was ja. haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Oh, schade, ich hätte gerne... Darf ich mich mal umsehen? Hast du Karten? Er hat sogar Karten. So, wir kaufen ihm erst die Karten ab und dann spielen wir eine Runde. So. Und jetzt spielen wir. Spielen wir Gwent? Spielst du Gwent? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich... Vielleicht. Spielen wir? Ich spiele zu deinen Bedingungen. Okay, haben wir hier... Was haben wir... Nein. Da haben wir gar nichts, da haben wir gar nichts, da haben wir gar nichts. Okay, in dem Set haben wir nichts, aber wir haben ja noch andere Sets. So. Hier haben, Moment, lass mich mal kurz, 3, 4, das sind zu wenige. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das geht auch nicht. Aber kann man die mischen? Ne, ich glaube nicht, Karten im Set, ne, das wird wohl nichts. Dann spielen wir mit denen hier wieder. Spielen wir es mit der kaiserlichen. Vorher haben wir immer mit den nördlichen. Spielen wir es mal mit der kaiserlichen Nilfgarde. Der kommt rein. Und der erstmal. Was haben wir da? Oh. Da haben wir nur einen. Nee, 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 dann spielen wir. Dann spielen wir doch mit denen hier. Okay, dann kommen die Schlechten, die kommen mal raus, raus und raus. Haben wir noch besser? Ne, das sind die Einser. Da haben wir gar nichts. Hier haben wir auch einen Einser, haben wir aber auch nichts, da haben wir auch nichts. Das sind die Wetterkarten, die will ich nicht. Hier haben wir, ne, das sind, ach, das sind Sonderkarten. Sonderkarten habe ich gar nichts drin.
Was macht der? Kann ich das... Info? Kriege ich eine Info? Nee. Na gut, wir haben... Stärke der Einheiten 99, Heldenkarten 0. Das ist der Anführer. Ja, versuchen wir es. Wir eigene bin... ja, das weiß ich doch. Lege eine Karte ab und ziehe dafür... eine neue. Ich soll eine Karte ablegen. 5, 5, 4, 4, 4, 6. Die habe ich doppelt, aber der ist sogar dreimal nicht. Die ab. So. Rundenbeginn. Du, wir sind am Zug. Okay. Ja, spielen wir den hier. Und dann spielen wir den. Was ist das? Okay, er hat auch 16. Dann spielen wir als nächstes... Wen spielen wir denn mal? Den hier. Okay. Dann spielen wir dich. Der hat 9 Karten, wir haben noch 6, wir sollten aufpassen. Jetzt haben wir 31. Noch einer, sag mal, will der uns fahren. Ah, so spielt der Typ also. So. Noch einer. Mal gucken, ob du jetzt... Ja, wie weit kommst du? Ach, Mist! Okay. Hä? Er hat auch noch 6 Karten. Hätte ja klappen können. So. Jennifer? Ey, was soll der Quatsch, den der fabriziert da? Ich glaube, das verlieren wir. Hä? Der passt. So, er hat eine Karte mehr. Jetzt haben wir auch wieder 5. So, wir sind dran. Wenn wir die jetzt direkt dahin legen, was passiert dann? Lege diese Karte auf Schlachtfeld des Gegners. Sie wird auf die Gesamtstelle des Gegners ausgehen und ziehe 2. Der hat 5. Machen wir einfach mal. Hihi. Jetzt haben wir nicht immer noch 6 Karten. So. Zack. Ach, komm schon. Das finde ich jetzt echt... Das ist ja... Nee, oder? Das ist ja... Und wir haben nur noch für hinten... So, letzte Karte, was macht er? Boah, da kommen wir nicht dran. 22.
Was? Leg die Karte. Was haben wir denn hier? 6? Den haben wir 9, das ist ein Spion. Das sind alle Spione. 4, 4. 6, 5, 5. Ist das auch hinten? Dann brauchen wir den hier. Gewonnen! Nee, er hat... Wieso? Wir hatten noch mehr. Wir jetzt... Vielleicht solltest du wiederkommen, wenn du ein besseres Blatt hast. Oder spielen kannst. Schnauze, Mann. Na gut. Ich habe nur einen einzigen Kuchen. Hey, Daniel. Ich habe nur einen einzigen Kuchen. Was ist das? Achtung Trolle, nehmen wir mit. Auftrag, Monster in Oxford, nehmen wir mit. Auftrag, Bestien im Wald, nehmen wir mit. Auftrag, Monster im Wald. Auftrag, nee, Achtung, Schwindler, treiben ihr Unwesen. Gwind, spiele gegen mich. Ist die... Ach, der Wirt, ja, gegen den haben wir ja gerade gespielt. Neue Quest, ja. Lang lebe Raduvid. Nee. Neue Quest, ja, wie ist das? Ah, hier ist der Schmied, ja. Gehen wir mal rein zum Schmied. Geht gar nicht. Kommen wir nicht zum Schmied? Was? Der Schmied hat wohl zu. Okay. Dann gehen wir jetzt dahin, wo wir hin wollten. Lustig, wie? Nee, nicht unbedingt. Hallo? Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Wirklich? Oh, eine Katze. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen. Nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt, besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe
mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer? Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Und wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Ja. Wie schön, dass... Naja. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Hoffentlich weißt du, was du tust. Ich war mir noch nie so sicher. Das ewige Feuer ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn das so ist, viel Glück. Vielen Dank, dass du meine Wahl akzeptiert hast.
Mach's gut. Diese Katze. Lecker, Maul. Aha. Familienangelegenheit, da müssen wir noch mit dem Baron sprechen. Und wir haben 3 Punkte hier. Weißt du das? Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, in der Adrenalin ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Machen wir mal. Starker Angriff machen wir auch mal. Und interessant vor allem. Das ist einfach mal. Nee. Gehen wir wieder. Einesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ja, ja, schon klar. Gut, Freunde, aber der Part ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir gehen dahin und machen eine Schnellreise zum Baron. Ah, das ist ja. So. Das war ja mal interessant. Interessante Geschichte mit dem Baron. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Dann sind wir in der Nähe vom Baron, hoffe ich mal. Also, bis dann und ciao.